Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Teil von mir, vom LS, vom Hof Bergmann im Landschaftssimulator. Wir haben einen neuen Tag, der Sommer ist so fast vorbei und ja, ich bin gerade aufgestanden und es regnet. Eigentlich haben wir theoretisch heute Erntetag. Ja, wir sehen, es ist gelb, also unser Feld 5 ist gelb, jedenfalls die Hälfte. Und es ist Erntetag und eigentlich könnte ich jetzt ernten, wenn es nicht regnen würde. Scheiße. Ja, also wer hat denn hier wieder nicht seinen Teller aufgegessen, fragt man sich ganz merkwürdig. Ja. So, ich werde jetzt neben den Livestreams auch, wenn ich Zeit habe, so 30-minütige Videos aufzeichnen. Vielleicht auch was weniger. Macht vielleicht mehr Sinn. In Vorproduktion ist ja kein Geheimnis, denn in der Woche haben die meisten Leute was anderes zu tun. Oh mein Gott, ich habe den Radlader hier stehen lassen. Oh mein Gott, im Regen, wie kann ich denn nur? So, haben wir noch was in der Schaufel. Vielleicht mögen die das ja jetzt. Ich habe das versucht, immer hier loszuwerden. Wir haben über Nacht 4000 eingenommen. Und los hier, doch, jetzt geht's. Endlich ist die Schaufel leer, ey. Oder Zeit. Und es ist leider immer noch zu wenig für, ich glaube, diesen großen blauen Anhänger, womit wir die Silage fahren können. So, machen wir mal hier ein bisschen. Also Tierwohl steht ja über allem. Das heißt, das Tierwohl muss natürlich zuerst, egal ob es regnet, schneit oder stürmt. Apropos Schnee, ich glaube, der Schnee ist immer noch auf der Weide. Habe ich mich aber leider noch nicht zu durchgerungen, zu gucken, was das für ein Bug ist. Da werde ich mich nochmal mit auseinandersetzen. Vielleicht liegt es am Update, aber wenn ich ein neues Hof Bergmann Update ziehe, dann muss ich natürlich wieder ein neues Spiel starten und da habe ich gar keinen Bock drauf, weil ich ja hier schon wochenlang spiele. Ja, zum anderen, ich habe da so ein paar Mails bekommen und ich finde das gut, aber ich finde es schade, dass die Leute es nicht öffentlich schreiben. Ja, weiß ich nicht. Also ich könnte auch ruhig kommentieren unter den Videos, ist genug Platz, sofern das alles im Rahmen bleibt. Ja, wenn Cattle and Crops dann endlich mal bei mir ankommt, würde ich das auch mal anzocken. Einfach so fürs Feeling. Ich meine, tausende YouTuber machen das gerade. Da bin ich halt einer davon und ja, im nächsten Monat kommt ja schon, beziehungsweise ja, doch im nächsten Monat, also ich weiß gar nicht, Ende November kommt doch schon die Alpenmap raus in LS. Die habe ich natürlich auch mal Bock zu spielen. Ist halt Standard, ist halt nicht so geil wie Hof Bergmann. Müssen wir vielleicht auf einiges verzichten, aber es gibt ja mittlerweile so geile Mods, ne? Also ich habe hier zum Beispiel Weinberg-Mod drauf oder Weinplantagen-Mod mit Produktion und Palette und weiß der Geier was alles. Und ja, also da ist auf jeden Fall Potenzial, ne? Definitiv. So, jetzt wollte ich doch nochmal gucken, was dieser blöde Anhänger kostet. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Der blaue Anhänger. Da. 21.000 haben wir genau. Hätten wir noch 200 Euro. Oh Gott. Aber wenn wir jetzt, ja, klar, wenn wir den jetzt wieder grün lackieren, dann haben wir wieder 1.000 Euro Aufpreis, ne? Das ist natürlich auch scheiße. Ich finde blau total hässlich. Hier so ein Oliv. Ah, Oliv ist auch nicht toll. Ja, und dann haben wir nämlich 1.000 Euro, dann haben wir 22 und das können wir uns nicht leisten. Terrain, also würde ich vorschlagen, ja, ich würde vorschlagen, wir kaufen uns jetzt erstmal nichts und fahren mal eine Fuhre Zeug hier weg. In der Hoffnung, dass es dann irgendwann mal aufhört zu regnen. Wie sieht es denn aus mit dem Wetter hier? Können wir Wetter hier irgendwie einsehen? Wetter, Wetter, Wetter. Ja, heute. Regen, 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 Regen. Heute Regen, ja. So, da ja heute dann wohl Mittwoch ist und dann am nächsten Tag ist wohl Sonne. Dann haben wir einen ganzen Tag zum Ernten, ja. Wird dann wahrscheinlich irgendwo in der nächsten Staffel sein. Ja.
packen wir mal hier den fetten Case aus. Den habe ich mittlerweile mal von der Sämaschine abgespannt, von der Brille. Weil grillen werden wir erstmal nicht. Mal Licht anmachen hier. So. Haben wir mal einen Hänger Silage weg und kaufen uns für, ich glaube, da kriegen wir 4000 für oder so, dann können wir uns sogar den großen Hänger kaufen und können den Rest mit dem großen Hänger wegfahren. Das ist jetzt eigentlich so mein Plan. Und dann habe ich eventuell noch vor, einen neuen Schlepper zu kaufen. Dann denken die Leute, habe ich schon wieder einen Schlepper? Ja, ich will einen austauschen. Weil ich habe keine Lust auf diese Standard-Fans. Wenn man schon das DLC hat, dann kann man auch mal mit dem Glas hier rumfahren. Was mache ich eigentlich gerade? Ich fahre gerade ohne Ladung in Richtung Viehhändler. Ist natürlich dumm. Ach, guck mal hier. Der Schnee ist immer noch da. Ja, das scheint ein Bug zu sein. Keine Ahnung. Dann fahren wir wieder zurück und laden erstmal die Lage auf. Haben ist der Preis auch stabil geblieben. 317, ja, ne? Doch, das ist der Preis gewesen. Also in diesen Hänger passen 21.000 Liter und wir haben hier noch drinne. Ja, mehr als 21.000, wir haben 173.000, okay. Ja, also lohnt sich der blaue Hänger auf jeden Fall. Ich würde jetzt auch nichts mehr, ich würde jetzt nicht mehr für Wiese wachsen, denke ich. Daher werden wir den Bunker mal komplett leer machen. Ich möchte ihn auch ungern verkaufen. Ich finde ihn schön, also ich finde den Krügel gut und schön, aber ich will ihn nicht verkaufen. Nein, das geht nicht. So, schafft er das denn hier? Also ich habe ja mit dem Fan, bin ich ja immer mit 15 hier hochgepuckert. Der Case dürfte das ja hier relativ entspannter packen. Ja, 30. Auf jeden Fall keine 15. Ich weiß nur nicht, wie das ist, wenn wir nachher den dicken großen Hänger mit Silage voll haben. Dann könnte das doch ein bisschen schwierig werden. Hätte ich gesoffen hier, ey. Nein, tja, was kann ich denn noch erzählen? Auch nicht wirklich, was ich erzählen könnte. Ich könnte ja über andere Produkte reden, möchte ich aber nicht.
Ne, hier sind wir falsch. Ich wollte hier schon reinfahren. Also ich bin mal gespannt, wenn nicht mehr kommt ja hoffentlich das neue LS raus und dann müssen wir sich nicht verpassen. Ach, verdammt! Wir haben ja noch keine 8 Uhr, wa? Jetzt echt? 9 Uhr. Ach hey, 2 Stunden noch. Ja, komm. Wir sind mal so nett und spulen mal vor. Das mache ich normalerweise sehr ungern mit dem Vorspulen. Aber wir haben im Moment sowieso nichts zu tun. Wenn es sowieso regnet, können wir auch nicht ernten. Also können wir auch vorspulen. Ne? Was soll ich jetzt noch die 2 Wochen machen? Die 2 Wochen, Gott. Die 2 Stunden machen. Antwort: nichts. Ich vergesse das immer, dass die ja Öffnungszeiten haben. Dass der auch Sonntag auf hat, ist auch krass, oder was? So, Türe öffnen bitte einmal. Hallo, Türe. Was ist mit der Türe los hier? Leute, bitte. Eine Minute vor und die Tür geht nicht auf, oder was? Muss ich hupen, oder was? Ich weiß nicht, ob ich die Hupe hab. Eigentlich auf H, aber das ist helfer. Ach, da ist die Tür ja auf, ja, das ist ja gut. Sehr schön. So, 9 Uhr wird mir den Kram wegbringen. Wenn ich Glück habe, kriege ich da vielleicht ein paar tausend für. 4000 oder so, glaube ich. Aber dann haben wir den Hänger auf jeden Fall. Ausgucken. Ja, das passt doch. 2000, 3000, 4000, 5000, 6000. 6669, doch. So muss es sein. So, bei dem großen ist glaube ich doppelt so viel drauf. Dann haben wir nachher sogar 12.000 Euro. Mal gucken. Fahren wir 2-3 Mal und dann haben wir ein bisschen Geld raus. Und dann können wir uns auch ein bisschen ein paar Sachen leisten hier. Besonders müssen wir ja jetzt Geld ein bisschen bunkern, also ich möchte den Hänger kaufen und einmal den Traktor auswechseln. Und dann würde ich dann auch ein paar Forstsachen kaufen für den Winter, wo wir dann Forst machen können. Aber wir werden sehen. Immer vorne ein Gewicht verpassen, macht vielleicht mehr Sinn, dann hat er mehr Grip, ne? Besonders bei dem großen Hänger. Ey. Was hier auch noch fehlt, ist irgendwie der Gegenverkehr. Viel zu langweilig hier. Oder habe ich den ausgeschaltet? Ich weiß es gerade gar nicht. Kann auch sein. Normalerweise aber nicht. Krass, ey. Habe ich hier gemäht, ist schon wieder alles hoch. Ich dachte, hier wächst nichts mehr im Winter oder im Herbst. Locker nochmal drüber nehmen können. Egal.
Ja, dann wird das ja immer weniger, aber ich glaube nicht. Warum gerade noch auf dieser Weide? Die hat doch irgendeinen Bug, diese Weide, ey, definitiv. So. Abkuppeln hier. Und ja, das regelt mich auch auf, dass der zum Beispiel keine Schläuche hat, der Hänger. Das ist eigentlich sehr schade. So, hat irgendwo hier ein Gewicht. Komm, ich nehme das schon Dickgewicht. Sieht zwar total beschissen aus, aber da steht nun mal jetzt hier gerade so rum. Und ich kann das andere, komme ich nicht dran. Und ja, keine Ahnung. Wird ja schon reichen, ne? Ist jetzt nicht besonders schwer, aber schauen wir mal. So, auf zum Händler. Der müsste ja auch schon aufhaben. Sondern auch um die Tiere kümmern, aber das machen wir dann im nächsten Video. Weil ich glaube, die brauchen immer Wasser und immer was zu essen. Wir haben zwar im letzten Video gefüttert, aber ja, ist natürlich wichtig, dass die Tiere immer schön versorgt werden. Huch. Ja, eigentlich wollten wir hier auf Feld 7 auch mal dreschen, ne? Aber der ist leider auch schon runter. Ihr werdet drescht den bitte bei Regen, also keine Ahnung, das ist extra so vom Spiel gemacht, dass man das jetzt nicht dreschen kann. Aber am nächsten Tag soll es dann wieder gut werden. Das würde für mich bedeuten, ich habe dann einen Tag zum Dreschen. Mal gucken, was mache ich mit den Ballen, weiß ich noch nicht. Ob ich da irgendwas mit Ballen mache. So, jetzt können wir uns jetzt endlich mal um den scheiß Hänger kümmern. Wo ist er denn? Dip, 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 dip. Da ist er. So, wir machen auf jeden Fall diese blaue, ekelhafte Farbe weg. Und ja. Nee, das ist mir zu. Das ist mir zu hell. Also. Wir bleiben schon dabei und ein schönes Rot. Ja, das sieht doch mal geil aus. Also das gefällt mir. So, dann noch ein paar Reifen. Ja, das ist hässlich. Boah, weiß ich jetzt nicht. Also die sind echt hässlich. Ja, komm, nehmen wir die fetten Schlappen hier. Liegen über 23.000, ja, knapp drüber, ne? So, und jetzt gucken wir, dass wir mit dem Ding auf jeden Fall noch mehr Silage irgendwie abgeholt kriegen. Auch später für die Ernte ist das Ding natürlich dann auch wichtig. Er hat natürlich auch keine Schläuche. Sehr schade. Das war mal in so einem Modpack drin, das Ding. In einem Modpack von einem Modder. Mit einem JCB und noch irgendwas anderem. Mal gucken. So, dann wollen wir mal hier. Ab zum Ofen. Wird ja auch mal lustig, das Ding dann zurückwärts ran zu manövrieren. Da haben wir auch schon Lust drauf. Aber auch ganz schön langsam, ey. Der ist leer, der Hänger, ne? Also ich habe da so meine... Oh, oh. Der kackelt hier mit 20 im Berg hoch, obwohl der Hänger leer ist. Ey, das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Wie mache ich das denn, wenn der gleich voll ist? Alter.
habe da so ein ganz, ganz dummes Gefühl. Scheiße. Ist der Hänger so schwer? Was ist das denn bitte? Der dürfte doch nicht so schwer sein, der Hänger. Also das ist leer. Der ist doch leer, oder? Ja, er ist leer, aber warum ist er denn so schwer? Das ist doch ein Fehler, ey. Das kann mir doch nicht keiner erzählen, dass ein Traktor hier diesen leeren Anhänger nicht mit Bergung bekommt. Das ist mir unbegreiflich. Und ich finde, der andere Berg noch viel steiler. Ja, oder wir müssen hinten rumfahren, ne? War auch echt mies. Ey, das Ding hat 200 irgendwas PS und er kriegt mich leeren Hänger da hochgeschoben. Also das ist mir echt, verstehe ich nicht. Wenn er gleich voll ist, kriegt er den Hänger hier hochgeschoben oder was? Kann ja auch sein, dass das Ding gar nicht für die Lage gepackt ist. Ich weiß nicht, würde man mit sowas im Originalen auch in Silage fahren? Ich weiß es echt nicht. Also wahrscheinlich wäre er dann viel zu überladen. Das ist nicht normal, ey. Das ist jetzt 70 km/h damit fährt, ne? Ich meine, der hat ja auch keine Schläuche, wo ich hier noch irgendwie. Doch, hat er. Daran lag das. Ich wollte gerade sagen. Jetzt kann ich auch schneller damit fahren. Jetzt macht das Ganze Sinn. Ich wusste nicht, ob der Schlauch hat oder nicht. Doch, er hat es. Sehr gut. Gut, ich nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil. Jetzt macht das Ganze schon Sinn. Und jetzt habe ich auch das Gefühl, der kommt auch gut den Berg hoch. Müssen wir aber erstmal gut hier rein rangieren. So. Vor allem ist das ja nur Licht, ne? Das ist ja noch nicht mal Hydraulikleitung, aber gut. Wäre mir jetzt neu, dass man über ein Kabel die Bremse steuert oder was auch immer. Aber gut. Dann ist das eben so. Ja, leck mich doch weg, komm. Ich hasse Deichsel, ne? Ich hasse es. Na, der sieht noch nicht ganz runter, scheiße. Menno! Na bitte. Los geht's. Aber nicht so schön aus, ne? Hält die Hälfte daneben, theoretisch. Das sieht doch nicht viel besser aus. Mann! Aber auch mit der Rangiererei. Ja, krass, ey. Guck dir das an. Wie viel Scheiße da drin ist. Schauen wir mal, ob wir über den Hügel kommen. Okay, man merkt schon, der hat da echt was zu ziehen. Aber ich hoffe, ich komme jetzt wieder in den Hügel.
Digga, Schied, ey. Kriegen wir noch die 40 dahin. Bis zum Dorf nicht irgendwie. Volle Maxi Power. Und dann Berg hoch. Passt doch. Das sind keine 15. Das sind 19. Und da fahren wir das Doppelte. Ja, also ich doch. Ich würde sagen, passt. Ja, das noch zumachen, sonst kriegt man 2. Ist übrigens in Kettle Egg Crops jetzt wohl auch so, dass wenn man zum Beispiel die Silage irgendwo aufgedeckt hat, dass sie dann schlecht wird. Auch noch ein cooles Feature, was man hier einbauen könnte. Weil um diese Plan haben momentan überhaupt keinen Sinn. Also es gibt viele Dinge hier in diesem Spiel, die zwar cool aussehen und auch eine Funktion haben, aber keinen Sinn haben. Aber man arbeitet hier noch, ne? So, was gibt das? Was glaubt ihr? 12.000? Ist ja doppelt so viel. Also 2x 6.000, 12.000 Euro. Wäre schon cool. Mal geschwind hier rückwärts vernünftig dran fahren. Zack. Jetzt dürfen wir wieder ein bisschen spielen und kämpfen und hoffen, dass das funktioniert, aber das funktioniert auf jeden Fall besser. Glaube ich jedenfalls. Na, was ist denn los hier? Doch, jetzt. Also, ab geht's. Ach, der kippt zur Seite. Ach ja, dann. Sieben, acht. Hört gar nicht mehr auf. So, was haben wir? Keine 12.000, ne? 9.000, okay. 3.000 mehr, aber wir sind immerhin bei 14.000. Jetzt fahren wir noch dreimal und dann dürfte das eigentlich leer sein, das Ding. Ja. Gut, das war mein Ziel, das habe ich geschafft. Danke fürs Zusehen. Ihr kennt das Spiel, liken, kommentieren, abonnieren, Glocke und so weiter. Wenn euch das gefallen hat und wenn euch das nicht gefallen hat, dürft ihr das auch gerne schreiben. Denn ich weiß noch nicht, was ich auf diesem YouTube-Kanal für einen Weg gehe, weil mir niemand irgendein Feedback gibt. Ich habe auch nur 7 Abonnenten zurzeit, also ich bin noch ganz, ganz klein und ich mache mal hier ein Video und zu dem Video und mal so ein Video, ja, ein bisschen Landschaftssimulator, worauf ich Bock habe. Und vielleicht gibt es dann ja mal irgendwann eine kleine Community bei mir aus ein paar Leuten, die dann sagen, ey, mach lieber das ist cooler, oder mach lieber das ist cooler. Ja. Muss man halt mal gucken, was da so abgeht. Gut, also ich bedanke mich fürs Zusehen und ich sag mal, bis zum nächsten Mal, würde ich sagen.